Liebe Freundinnen und Freunde der Ukraine, ich kann heute leider nicht bei Ihnen sein, weil ich terminliche Verpflichtungen in Brüssel habe. Danke für die Möglichkeit, einige meiner Gedanken per Videobotschaft an Sie richten zu dürfen. Der grausame Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine tobt nun schon das dritte Monat. Fast täglich erreichen uns neue Berichte über Kriegsverbrechen. Wir sollten uns so wie heute hier immer wieder die Zeit nehmen, um zu realisieren, was wir in Europa gerade erleben müssen. Mitten in Europa werden Kinder, Frauen und Männer gefoltert, hingerichtet, auf den Straßen liegen gelassen oder in Massengräbern verscharrt. Auch ich kann diese Bilder wie etwa aus Butscha oder Mariupol nur schwer ansehen. Aber diese Bilder und Berichte sind grausame Wirklichkeit mitten in Europa. Wir müssen uns noch etwas bewusst machen, was mir in den aktuellen Debatten viel zu kurz kommt. Es geht jetzt einzig und allein darum, ob wir uns selbst noch in den Spiegel schauen können und vor der Geschichte bestehen wollen. Es geht jetzt darum, dass wir die Ukraine mit allem, was das Land für seine Versorgung und seine Verteidigung braucht, unterstützen. Es geht jetzt darum, dass wir Russland mit noch schärferen Sanktionen in die Schranken weisen. Die Europäische Union tut hier viel. Die nächsten Sanktionspakete sind bereits in Arbeit. Ja, auch wir werden einen Preis zahlen müssen. So ehrlich muss man sein. Aber dieser ist in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen. Vergessen wir das nie. Die Frauen und Männer in der Ukraine sind Europäerinnen und Europäer. Sie verteidigen nicht nur die Souveränität ihres Landes, sondern auch die von uns und unsere Werte von Dankbarkeit, Friede, Freiheit und Recht. Vielen Dank und herzliche Grüße aus Brüssel. Das Europäische Parlament steht fest und entschlossen auf Ihrer Seite.